Es war einmal eine Königsfamilie. Sie lebte in einem Schloss, das von einem wunderschönen Garten umgeben war. Ich bin der König und ich liebe die Apfelbäume in unserem Garten. Ich bin die Königin und ich liebe die Rosen in unserem Garten. Ich bin die Prinzessin und ich liebe die schönen Blumen in unserem Garten. Ich bin der Prinz und ich liebe die Tomatenpflanzen in unserem Garten. Der König und seine Familie liebten ihren Garten sehr und genauso auch die Wälder und Gärten im gesamten Königreich. Bis weit über die Grenzen des Reiches sprach man von deren prächtigen Pflanzen. Nur eine Person, die Schwester des Königs, war ganz anderer Meinung. Ich habe es satt, dass alle immer nur von meinem Bruder und seinem schönen Königreich reden. Es wird Zeit, dass die Menschen erkennen, dass mein Bruder seine Pflanzen viel mehr liebt als die Menschen in seinem Reich. So jemand kann doch kein König sein. Und so begann die Königsschwester, einen Plan zu entwickeln, mit dem sie die Menschen davon überzeugen konnte, dass ihr Bruder kein wahrer König sei. Wenn die Menschen das erst erkannt haben, dann werden sie bald mich zu ihrer Königin machen. Und dann... Die Königsschwester machte sich sogleich an die Arbeit und rief ihre beiden Töchter, Marie und Luise, zu sich. Marie, Luise, es wird Zeit, dass dieses Königreich von einer wahren Königin regiert wird. Aber Mutter, wie soll das gehen? Aber der König wird dir doch nicht einfach so sein Reich überlassen. Nein, das will er nicht. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Und was sollen wir machen? Und wie können wir dir dabei helfen? Schon bald feiert die Königsfamilie ihr jährliches Blumenfest. Aber diesmal möchte ich sie mit einer ganz besonderen Pflanze überraschen. Macht euch also auf den Weg zum Gartenzwerg. Er wird euch weiterhelfen. Aber wie soll ich ein Geschenk zur Königin machen? Aber wie willst du den König damit überzeugen? Das werdet ihr schon bald erfahren. So machten sich Marie und Luise auf den Weg zu dem bekanntesten Pflanzenexperten des gesamten Königreichs, dem Gartenzwerg. Guten Tag, Herr Gartenzwerg. Wir kommen zu Ihnen, um Sie um Ihre Hilfe zu bitten. Oh, welche Freude, Besuch von zwei so netten Mädchen zu bekommen. Was kann ich für euch tun? Wir möchten den König beim Blumenfest mit einer ganz besonderen Pflanze überraschen. Eine Pflanze, die es im ganzen Königreich noch nicht gibt. Oh, das ist eine schöne Idee. Und ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für euch. Wo ist das nur? Was soll das sein? Ein Zaubersame. Und wie funktioniert der? Der Zaubersame ist meine neueste Entdeckung. Er ist genau das Richtige für eure Königsfamilie. Wird der Same eingesetzt, muss er dreimal um Mitternacht gegossen werden. Bei jedem Guss nennt man eine Eigenschaft der Pflanze, die sie haben soll. Die erste beim ersten Guss die Größe, die zweite beim zweiten Mal gießen die Farbe und beim dritten Mal gießen die Form. Und die Pflanze wird dann genau so? Ganz richtig. Aber das ist meine neueste Entdeckung. Haltet euch genau an meine Anweisungen. Vielen Dank, Herr Gartenzwerg. Das ist ein tolles Geschenk. Sie haben uns sehr geholfen. Die Mädchen brachten den Zaubersamen zu ihrer Mutter und erzählten ihr alles, was sie von dem Gartenzwerg erfahren hatten.